Meine allererste Idee war dann auch tatsächlich, da jetzt irgendwie eine fette Flex ranzupacken, das Ding auseinanderzunehmen, andersrum zusammenzubauen, dass da so ein richtig schönes, durchgeknalltes Kunstwerk wird. Am Ende ist ein Fahrrad an sich schon so eine schöne Sache. Da ist es fast die größere Freude, dezent was dazu zu packen. Wenn man die Dinger mal sieht oder so, wie ich da halt auch mal drauf gefahren ist, dann ist das halt so ein Applaus wert. Die Marke Schindelhauer Bikes, die sagt für mich die Leichtigkeit aus, die Fahrradfahren immer mitbringen sollte. Dieses abgenutzte Begriff von Herzblut, der passt hier wirklich. Ne? Das sind Jungs, die brennen für ihr Hobby, die brennen für ihr Produkt. Der Victor ist ein sehr grafisches Fahrrad und meine Arbeiten sind ja auch sehr puristisch, grafisch und dadurch ist es eine schöne Symbiose aus den beiden. Ich habe eigentlich richtig Glück gehabt, finde ich, dass ich den Gustav bekommen habe mit diesem Grau, dem Gustav Grau. Das war eine super Grundlage. Also das Grau hat eigentlich mit allen meinen Lieblingsfarben super schön harmoniert und meine kleinen roten Affen kamen da toll drauf weg. Das ist eine große Herausforderung, aber auch eben ein spannendes Feld, zu sehen, wie kann man mit so einem Rahmen einfach nochmal ganz anders arbeiten. Normalerweise bin ich doch so glatte Oberflächen gewohnt. Diese runden Formen, ne? Man kann die Hand ganz schwer auflegen, man will auch nichts verwischen. Ich brauche erstmal eine Geschichte, an der ich mich langhange. Und somit ist eine Seite das damals, die Entstehung in Magdeburg, und die andere Seite symbolisiert Berlin. Wenn man möchte, kann man sich die ganzen Sachen angucken und sich total rein vertiefen und Interpretationen spinnen. Die Affen sind kreativ, neugierig, entdecken, spielen, aber vor allen Dingen sind sie Bande. Ja? Also die gehören zusammen, das ist eine Familie. Deswegen habe ich die Schindelhauer Gründungsväter sozusagen als Affenbande dargestellt, weil ich finde, das passt so gut. Ich hoffe, da gelingt so eine gewisse Leichtigkeit, die halt auch so einem Jubiläum angemessen ist.